Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück. Die Bauerntrampel haben wir getötet. Die Nacht steht bevor. Nicht mehr viel Zeit. 2 Stunden noch, dann geht's los. Muss ein bisschen was essen, damit ich in der Nacht nichts essen muss. Und gut kämpfen kann. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Aber irgendwohin müssen wir gehen, um zu kämpfen. Wir bringen jetzt mal die Sachen weg, die wir gerade geholt haben. So, haben wir auch was Wichtiges dabei. So, Eisen packen wir hier erstmal rein. So. Die Kapuze setzen wir auf. Verdammt, hier sind auch Raketenwerfer, lesen wir. Antibiotika packen wir in die Mitnahmekiste. Wir haben so viel Antibiotika, mein Gott. Stacheldrahtknüppel rüsten wir aus. Den zerlegen wir dann dafür. Das packen wir dahin. Verbandskasten. Oh. Lass ich hier. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Pfeile sollten wir genug haben. Stofffetzen packen wir weg, das zerlegen wir, das zerlegen wir, den Mantel lassen wir hier, machen die nebenbei mit, falls es kalt wird. Die Bögen zerlegen wir nochmal. Weiß gar nicht. Ich will jetzt nochmal ein paar machen können. Jetzt legen wir jetzt mal weg. So, ein paar Federn holen wir uns nochmal. Falls es knapp wird, dass wir neue Pfeile machen können. Und dann wird es jetzt ernst. So, packen wir erstmal weg. Wir haben schon fast 3000 Alteisen. So, wenn noch Zeit ist, dann können wir auch ein bisschen was Sinnvolles noch machen. Machen wir mal. Ich nehme die Federn auch mit. Machen wir den Ofen nochmal an. Achso, falsches Fach. Wir können Amboss machen. Der hilft vielleicht mal. Und Rest machen wir geschmiedetes Eisen. So. Essen nicht vergessen. 20 Uhr. Ich gehe da hinten, glaube ich, hin, hinterm Feld. Am Feld ist mir auch ein bisschen zu gefährlich. Da können ja von allen Seiten was kommen und man sieht es nicht. Sehr blöd. Nochmal ein bisschen Steine holen für die Pfeile, damit ich weitere machen kann. So. Pfeile. Ganz viele Pfeile. Oh, ich bin so aufgeregt. Und noch mehr Pfeile. So. Ihr seht es, wie rot es schon wieder wird. Trinken. So, dass es reicht. Essen noch ein bisschen. Oh ja, es wird rot. So viel Essen, dass die Nacht reicht auf jeden Fall. So.
So, und dann geht die Nacht gleich los. Wie lang ist denn dieses Feld? Hab jetzt gar keinen Buchenholzbogen genommen, ich Idiot. Aber konnte ich noch mal retten. So, den legen wir hin. Den zerlegen wir. Wir nehmen den Bogen. Wir laden da Pfeil schon mal nach. 500 Pfeile. Also 500 sollten ja wohl reichen. Oh oh, ich hab Angst. Klar, Gewitter auch noch, oder was? In der Nacht der Nächte Gewitter. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch nur überlebt, weil einfach so viele in meinen Fallen gestorben sind. Jetzt habe ich es diesmal nicht. Ich hab Probleme. Ganz große Probleme. Ich werde hier umkommen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich weiß nur nicht, was ich dann mache. So, Nahrung reicht. 90 haben wir. So, sagen wir mal ein paar Steine, solange wir warten, bis die Nacht einbricht. Oh, ich könnte auf eine Brücke gehen. Nur ja, zu spät. Aber notfalls könnte ich das noch machen. 3 Minuten noch. Erstmal keine Zombies, aber sie kommen definitiv. Wo sind sie? Ich höre was auf jeden Fall. Ich hoffe, es kommen keine Hunde. Okay, da kommt einer. Dann kommen sie von der Richtung hoffentlich alle. Hier ist erstmal nichts. So, hinter mir ist nichts, das ist gut. Oh, wie viele kommen da? Nackte Frau, was machst du zu dir was an? Ich bin zu schlecht mit dem Bogen, ich muss schneller schießen. Im Auto, oh, Auto. Okay, es wäre auch zu schön, wenn er tot wäre. So, ich sehe, glaube ich, 10 mindestens. Aber wenigstens keine Hunde. Mein Wunsch erfüllt. Keine wäre extrem scheiße. Meine Pfeile werden nicht reichen.
Nicht daneben schießen, Christian. Nicht mehr daneben schießen, das ist wichtig. Ein Höhenvorteil. Ist von der Seite rausgekommen? Bleib zusammen, bleib zusammen. Hier ist nichts gut. Na toll, nicht getroffen, Christian. Noch einmal daneben geschossen. So, hier liegt. Einmal mit Banditen. Das ist ein weiblicher Angriff, würde ich sagen. Viele Männer habe ich noch nicht gesehen. Frauen hassen mich, anscheinend. Deswegen träume ich von so einer Zone. Da ist so eine brennende Leiche. Okay. 50 Pfeile habe ich schon verbraucht. Die brennende Leiche ist schnell. Aber auch auf den Boden gefallen. Von hinten kommt erstmal nichts. So. Das ist wie es, ich war hier noch nie. Nicht weiter vor. Bleib da. Okay, weiter vor. Es kommt ein Schwein. Von der Seite kommen welche. Der Seite, okay, okay, okay. Das wird definitiv nicht weniger. Das Gute ist, ich kann jetzt erstmal nicht vorbeischießen. Ups, hier hinten habe ich gebrochen. So. Da sind endlich ein paar Männer dabei. Wie sie sich anbieten hier mit ihrer Vaginalbereich vortreten. Halt gar nicht. So einfach bin ich nicht zu haben, Leute. So einfach nicht. Müsst ihr mich schon vergewaltigen. Okay, kommt erstmal nichts. Sehr gut. Kurve ist blöd.
Bogenschießen mit Level 20. Ich werd besser. Riecht da der eine brennende? Oh, da kommen bald Autos. Ein Arm ist schon mal ab. Es gibt nur 25, also sind es 25 Zombies auf einmal, oder wie? Du jetzt hier von der Seite. Ja, ja. Okay, du stehst wieder auf. Fällst wieder hin. Hau drauf! Frau, was willst du denn jetzt so schnell hier? Oh, die Autos. Ist mir zu schnell, Frau. Oh, oh. So, hinterm Auto ein bisschen verschanzen. Dass ich so weit zurückreichen muss. Ich bin gefühlt schon Kilometer gelaufen. Kommt noch ein Auto raus. Wieder neu von der Seite, okay. Aber von einer Seite angreifen ist echt schon mal ein Vorteil. Die Pfeile reichen doch. Ich mach das ja gleich vorbei. Nix von der Seite, nix von hinten. Bogenschießen auf 21. Schon was gebracht, würde ich sagen. Wir hätten vorher mal gucken müssen, wie viele Zombies wir vorher umgebracht haben und hinterher. So, es ist Tag, aber der Rest sind immer noch da. Und die sind nicht so wenig eigentlich. Was ist nur hier für eine Kapuze auf?
Komm nicht vorher. So, weitere da. Ich sehe erstmal keinen. Dann können wir mal gucken, was jetzt Skaterpunk Lady hat. Ui. Wising Woman. Okay, nehmen wir erstmal. Okay, das ist aufgehört zu brennen, das hilft schon mal. Brauchen wir nicht. Legen wir, kriegen wir Stoffhetzen. Bleitrophäe mitgenommen. So. Vogelnest. Ich brauche ja wieder ein paar Federn. Ups, Klebeband. Zerlegen. Schutzanzug. Oh, die nehmen wir. Zombie, Leiche. Zerlegen, nehmen. Nehmen. Also Klebeband haben wir ganz, ganz viel mittlerweile. Oh, da ist ein Vogelnest. Noch eins. Ich bin schon wieder nach Vogelnestern aufbereitend. Puh. Intensive Nacht, aber überlebt. Wer hätte das gedacht? So, nächste Zombie-Leiche. Cowboy-Boots. Nee. Hallo, Footnest. Boah, wer hätte gedacht, dass wir so lange brauchen? So viele Zombies kommen. Die sind alle schon nicht mehr übrig, oder? Sehr gut. Man kennt schon nicht mehr, was für Zombies waren. Stoff jetzt Nägel. Nägel ist sehr gut. Können wir die Kisten machen für zu Hause. Stahlspitzhacke. Zombie. Nix. Manchmal haben wir eine Zeit lang echt nichts getötet hier. Dieses Vogelnest wollte ich zwischendurch schon aufnehmen. Beim Kampf habe ich gesagt, nee, kannst du nicht machen. Schmerzmittel. Wir wurden nicht mal verletzt. Nägel. So, irgendwo mal Leichen. Hier sind wieder Leichen. Sehr gut. Oh, Drohnen lösen. Was zu essen. Essen. Zerlegen. Oh, Zombies. Ich glaube, das sind die normalen, die dieses Ding hier bewahren. Mit denen werden wir auch noch zurechtkommen. Aber das machen wir später in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.